Ganze nochmal. Also so wie das jetzt aufgestellt ist, wird die Eider von der Nordsee geschützt, dass das Wasser, der Nordseewasser, diese Sturmflut nicht in die, nicht praktisch ins Landesinnere getragen wird, wird sie hier abgehalten. Und die höchste Sturmflut, die es in den Jahren seit dieser Sperre gegeben hat, war 3,5 Meter hoch. Ganz schön, ja. Ja, wenn das da reindrückt, ne? Ah, ja, also das ist ein Sperrwerk. Ja. Und er hat 4 Regulierungsstufen, das habe ich ja in der Grafik versucht darzustellen. Und auch, die Grafik kann das besser erklären als ich. Ah, okay, alles klar. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Nordsee. Richtig, und das ist die Ursi. Und das ist der Helle. Und jetzt zeigen wir euch noch schnell die Eider, oder? Da ja. Müssen wir nämlich auf die andere Seite jetzt rübergehen. Richtig. Mhm. Hier sieht man den Wasserdurchfluss, die Sperre ist offen. Und da ist dann die Eider. Da fließt die Eider. Oder da würde sie eigentlich in die Nordsee drücken, aber im Moment tut ja die Sturmflut dagegen drücken. So ist es ja. Normal mündet ja die Eider in der Nordsee. Ja, genau. Ja, aber die Sturmflut hält die Eider jetzt von der Mündung ab und drückt stattdessen in die Eider rein. Und damit es nicht zu stark geschieht, deswegen ist hier die Eidersperre. Mhm, genau, ja. So ist es, glaube ich, richtig. Und die Eider war auch übrigens der ursprüngliche Endpunkt oder Ausgangspunkt für den ersten Nordostseekanal, der damals gebaut wurde. Nur man hat das Ganze dann umverlegt. Okay. Also ganz schön interessant. Das ist also alles, man müsste das ganz wissenschaftlich aufarbeiten. Ah ja, und das wer sich genau wissen will, der muss sich halt kundig machen. Ja. Es gibt ja so viele Informationsstellen. Wir geben nur das weiter, was wir halt wissen. Ja, und wir werden und rausbekommen haben. Ja, genau. Und uns reicht es jetzt für den Moment und wir schauen uns das jetzt einfach nur ein bisschen an, bevor uns der weiter. Wind hier weiter wegweht. Ja, genau. Kälter. Ja, es gibt so Fischbrötchen. Wir gehen jetzt Fischbrötchen. Also. Nehmen wir die Zuschauer mit? Ja, wir schalten sie kurz weg und dann lassen wir sie mal dran teilhaben, ein bisschen. Und dann schwärmen wir, ob das Brötchen geschmeckt hat, ne? Ja, genau. Ob wir weiterempfehlen können, das Lokal, oder? Ja. So. Also vorsichtig sein mit den Möwen. Gucken schon. Ja, pass auf, hinter dir. Frech. Da ist schon eine. Hast du meine Hand? Jetzt wollen wir aber auch wissen, wie es geschmeckt hat. Es schmeckt immer noch. Ist lecker. Also, warte mal, mit vollem Mund kriegt man nicht. Schneiden wir raus. Ist richtig lecker. Und auf Fehmarn besser oder hier besser? Fehmarn. Also, ihr müsst nach Fehmarn. Eindeutig richtiges Urteil, ja. Würde ich auch so einschätzen. Ja, ne? Du hast auch probiert. Ja, Fehmarn ist besser, ne? Ja, definitiv. Gut. Und Pommes frisch aus dem Meer? Pommes gehen immer. Frisch aus der Nordsee. Mhm.
Und jetzt fahren wir durch den Eidersperrtunnel durch. Wir zeigen es euch jetzt. Und weiter geht die Fahrt Richtung St. Peter-Ording. Jawohl. Und die Sonne lacht, Rosi. Was wollen wir denn mehr? Super. St. Peter-Ording. Ja, ein ganz schöner Wind geht hier. Das Fahrradfahren war gar nicht so ohne. Und wo gehen wir hin? Zum Gosch-Essen. Normal gehen wir am Strand, aber wir gehen jetzt zum Gosch zum Essen. Der ist ja eigentlich am Strand. Hier ist der Gosch. Ein Restaurant. Ja, ja. Mhm. Ein Restaurant. Und da lassen wir uns nicht springen. Jawohl, Fisch gibt's hier. Ich glaube, hier auch wieder. Oh, Knoblauchsoße sind die. Ja, aber die sehr, sehr schlecht. Die haben die damals. Die Sonne scheint. Nein. Kein Ton, sagen sie. Sie sind so beschäftigt mit Essen. Alles schmeckt super. Du, keiner, was gestern und alt schmeckt, das ist wieder was hier. Nee, stimmt gar nicht, die essen schon. Stimmt. So, die Gruppe hat beschlossen, wir fahren mit dem Fahrrad runter. Das kommt uns doch entgegen, oder? Oh, ich dachte, wir fahren zurück, weil es so kalt ist. Nein. Oh, okay. Strand muss noch sein. Strand muss sein, okay. Dann fahren wir noch runter. Mach und mal. Wenn ich halt als Eiszapfe unter ankomme, naja, sei noch mal weiter. Ein. Ja, das ist wird nämlich sehr windig. Aber wir nehmen euch natürlich mit. Es ist kalt. Also ein wunderschöner Sandstrand, Ossi. Das soll der größte Sandstrand sein. Und gehst du mit den Füßen ins Wasser? Nein, das ist mir jetzt absolut zu kalt. Hier ist kälter, als wir an der Nordsee waren im Februar, glaube ich. Ja. Gell? Da, und also der Wind. Ja, der Wind ist so kalt und der Sand, der geht in die Augen rein. Also lausig kalt. Ja, und wir haben eine ganz schöne Strecke zum Zurückfahren, denn der Campingplatz ist an einer ganz anderen Stelle. Also wir schauen, dass wir noch eine Karte von St. Peter-Ording finden und dann blenden wir euch die ein. Aha, obwohl, das weiß man ja, wo das eigentlich ist. Kann man ja gut finden. Wer noch nicht da war, weiß es nicht. Ich wusste es bis jetzt gerade nicht. Okay, St. Peter-Ording an der Nordsee. Nein, dass wir in St. Peter-Ording sind, ist schon, aha, aber mit der Karte. Also ganz oben im Norden. Mit der Ortskarte von St. Peter-Ording. Ah ja, okay. Geht es euch manchmal auch so, dass die Frau so schwer vom KB ist?
vielleicht ist es der Wind, der bläst gerade mein Hirn so total durch. Vermutlich, ja. Okay, jetzt schauen wir noch ein bisschen und dann geht's fahren weiter. Wir auch wieder zurück. Ja. Ja. Also wir gehen ins Warme. Ja. Ja. Tschüss. Also bis dann. So, jetzt sind wir, neuer Tag, neues Glück und wieder ist regnerisch. Ja, es aber nicht mehr, aber nicht mehr windig. Ja, für diese Verhältnisse her ist es nicht mehr arg wild. Aber wir sind ja jetzt auch hier mitten in St. Peter-Ording. Ja. Und da geht natürlich kein so ein starker Wind wie am Strand. Ja. Und was wir jetzt eigentlich hier bisher gesehen haben von St. Peter-Ording, also im Stadtkern, ist natürlich rein touristisch aufgemacht, gell? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt dem Ganzen nichts abgewinnen. Denn ich meine, der Strand mag schön sein, ja. Aber ansonsten ist ja ein Geschäft nach dem anderen, man kann Eis essen, Übernachtungen, aber was jetzt da Besonderes ist, ich weiß es nicht. Also der Strand ist da halt einfach, ja. Ich meine, ja. Da wo wir stehen, in dem Ortsteil Dorf stehen wir jetzt gerade. Na, jetzt mit Ording. Ja, nein, aber ich meine mit dem Gustl, ja, also im Ortsteil Dorf. Und der soll noch nette alte Häusle haben. Vielleicht können wir da später nochmal durchfahren, bevor wir wieder weitergehen. Ja, also für den Preis, den hier der Stellplatz kostet, muss ich sagen, kann man auch woanders interessanter und schön stehen. Der Strand ist schön, das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist ja total überlaufen. Eigentlich keine Adresse für uns, oder? Nein, für uns nicht, aber es hat sich ergeben. Sowas muss man auch mal gesehen haben, finde ich einfach. Ja, ja, damit man es wieder zu schätzen weiß, wie schön die Natur ist. Ja, also mal herschauen und dann muss man selber entscheiden, ob das das ist, was man will oder nicht. Mhm. Kannst du einen Schwenk machen, würde ich sagen. Und dann gehen wir weiter, oder? So, das ist das Erdschäftle, aber das ist nur ein Teil davon. Und da geht es dann in die andere Richtung. Also, so schaut es überall aus. Ja, ich war der Touristenstadt. So, jetzt gehen wir weiter. Vielleicht finden wir noch was Nettes. Was wir zeigen können, ja. Ja. Also, das ist wohl der Grund, warum die ganzen Touristen hier sind. Der Sandstrand, der große, und die Dünen davor. Das ist das Schöne an St. Peter-Ording. Und ich fand es besonders schön bei Gosch, weil da haben wir sehr lecker gegessen. Also, wir stehen jetzt hier am Wattenmeer. Und das ist ganz dahinter. Das sieht man wahrscheinlich mit der Kamera gar nicht richtig. Ja, aber wir machen noch mit der anderen Kamera, versuchen wir das noch und dann können wir das ja auch noch irgendwie einblenden. Leider ist es heute nicht so, dass ich da eine Wattwanderung machen möchte. Es ist schon ein bisschen argwindig und wenn kalt, also sagen wir so, es ist ungemütlich. Aber ich muss sagen, es ist sehr schön hier. Und natürlich viel Natur, es sind natürlich viele Menschen da, ist klar, Hochsaison, aber es verläuft sich hier, oder? Frei stehen ist hier genauso gut möglich wie am Bodensee, nämlich so gut wie gar nicht. Ja, es ist schwierig und wir haben ja auch schon gehört, es gibt welche, also Autos, die fahren dann direkt auf den Strand und die bekommen dann nachts oft ein Knöllchen. Ja, was aber nicht teurer ist als die Stellplatzgebühr, haben uns sagen lassen. Also, aber was nicht ganz ungefährlich ist, denn da müssen wohl auch schon welche, wenn das Wasser gekommen ist, im Wasser gestanden sein, ja? Ja. Also sowas, solche Geschichten hört man hier natürlich auch. Ah. Wir sind natürlich auf einem ganz normalen Stellplatz. Brav, wie wir sind. Ja. Also jetzt schaue ich, dass ich noch ein paar Bilder einfangen kann. Und ja, dann gehen wir weiter, oder? Jawohl, und dann ist unsere Zeit hier schon wieder zu Ende. Jawohl, aber wir melden uns schon nochmal. Bestimmt. Also.
So, jetzt bin ich aufgeklärt. Also wir sind jetzt hier im Ortsteil. Also das Ganze heißt St. Peter-Ording. Ja? Und das St. Peter-Ording hat zwei Ortsteile. Das ist einmal Bad und einmal Dorf. Ja? Ussi. Ja, aber warum dem du das erzählst, kannst du ja etwas zeigen. Ja, ja. Und wir sind jetzt im Ortsteil Dorf. Und da, wo wir gestern essen waren, beim Grosch, das ist der Ortsteil Bad. Da, wo die schönen Sandhünen sind. Ja, Ossi? Ja. Gut, also das haben wir jetzt schon mal geklärt. Schauen, jetzt zeigen wir euch noch den Stellplatz. Und dann fahren wir schon wieder zurück in schönes Süddeutschland. Ja? Zeig dir noch was. Ossi hat gesagt, ich muss euch noch irgendwas zeigen. Da ist die Touristinfo. Da vorne ist schon die Bahnlinie. Da geht es dann zum Stellplatz. Kurze Wege. Also hier haben wir den Reisemobilhafen. Und jetzt zeige ich das noch auf der Karte. So, da sieht man hier St. Peter-Ording. Das ist der Gesandte. Dann gibt es den Ortsteil Dorf und hier ist der Wohnmobilstellplatz. Also wir stehen jetzt wohl offensichtlich hier irgendwo in dem Bereich. Und dann gibt es noch den Ortsteil Böhl, den Ortsteil Ording und da sind die ganzen Dünen. Und wo waren wir jetzt beim Leuchtturm, Ossi? Hier, würde ich sagen. Hier waren wir. Da haben wir draus gefunden und da kann man ja dann reinlaufen, da vom Leuchtturm, das sind dann die Wege, wo dann da reinführen. Und, was sagst du, Ossi, gefällt's dir? Ja, natürlich. Also, Ossi, gefällt's, dann gefällt's mir auch. Und da ist der Ortsteil Bad. Sehe ich jetzt. Ja, Stellplatz ist soweit in Ordnung. Mhm. Nicht ganz billig, also die Stellplatzgebühr ist 16 Euro. Und dann kommt dann ja noch die Kurtaxe dazu oder Gästekarte. Erhebliche Kurtaxe dazu. Ja, allerdings muss man dazu sagen, die kann man dann ja verwenden, um an den Strand zu gehen. Ja, der Strand ist kostenpflichtig, also da muss man Eintritt zahlen. Ja. Und wenn man hier steht, dann darf man da umsonst hingehen. Also das ist im Preis mit drin, umsonst ist es ja deswegen nicht. Ja. Ja. Und dann haben wir gestern diskutiert, eine heiße Diskussion gehabt, auf die Toilettenbenutzung kostet 20 Cent. Wir benutzen die nicht, deshalb können wir dazu auch nichts sagen. Uns ist es egal, aber es gibt andere mit Kastenwagen, die sagen, sie gehen lieber auf die Toilette, weil sie die Möglichkeit so im Auto haben. Für die war das ärgerlich. Könnt ihr beurteilen, wie ihr seht. Also ganz billig ist es nicht, aber es ist halt auch schön hier. Ja. Sagt die Ossi. Oh, doch, es ist doch landschaftlich, ist es einwandfrei. Ja, aber wir haben nicht das tolle Wetter gehabt. Also ich glaube auch, dass es sehr schön ist. Ja. Aber das Wetter braucht man ja ein bisschen. Es hat nicht geregnet. Heute aber Morgen ein bisschen genieselt, das war alles. Aber es hat furchtbar gewindet. Ja, das tut es immer an der Nordsee. Dann kommen wir nach Süddeutschland zurück. Meine Meinung. Ich habe eine andere. Hm. Also. Wir zeigen jetzt noch ein paar Impressionen vom Stellplatz, vom Entsorgen. Ne? Okay. Und dann sind wir weg. Wir verabschieden uns. Das waren jetzt ein paar Tage, die wir gehabt haben auf Fehmarn, am Nordostseekanal und in St. Peter-Ording. Ja. Das war wunderschön mit Olli und Mado und mit Sven und Leimer. Schaut es euch auf den Kanälen auch an. Da kriegt ihr das Ganze dann aus einer anderen Perspektive dargestellt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr öfters was von uns sehen wollt, gebt uns halt ab und zu mal einen Daumen hoch. Wir freuen uns drüber. Und abonniert einfach unseren Kanal. Uns Glöckle aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn von uns wieder was Neues reinkommt. Und wir freuen uns über neue Abonnenten und wir freuen uns über Lob und auch über Kommentare. Jawohl. Und das war's jetzt endgültig. Ja. Also wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao.
nur jemand was hinstellt. Ja. Kamera läuft. Hast du alle drei drauf? Alle drei drauf, die kannst du nicht nachkontrollieren. Sollen wir die Hundis mitnehmen? Ja. Sind sie drauf oder? Natürlich, alles drauf. Ja, sind wir nicht so weit weg? Nein, das passt so. Ich würde aber auch gerne dann ein Schlussfoto von uns einmal haben. Ja? Wir schicken es euch. Oh ja. Ja. Ich schneide es aus und schicke es euch. Hier mache ich ja auch. So, komm her. So, alles gut aus? Warte, Helmut, wenn die Kamera kommt. Wo ist die Kamera? Ja. Müsst ihr vielleicht ein Leckerli hinhängen. Helmut, mach Sitz. Sitz? Das ist Fotoshooting-Gang gesagt. Mach mal Sitz. Wo bleibt die Professionalität? Nee. So, Dankeschön. Und Kamera ist da drüben. Ciao, jetzt schleppen wir nur rein, oder? Ja. Ciao. Tschüss. Hallo. War das Video, das war das Foto? Video. Ist alles drauf. Das Video. Wir schneiden einfach, was jetzt vielleicht das beste Bild ist. Bleib doch mal stehen, ich schau, ob das passt. Ja, ob du da eingeschaltet hast. Na, eingeschaltet habe ich. Ja, wir haben alle drei Autos drauf, deswegen sind wir ein wenig kleiner im Hintergrund, aber das passt schon. Ja, ja. Ja, wenn wir ein Foto machen, kann man es ja eh dann ein bisschen. Ja, ich kann ja noch ein wenig rüber. Ich kann ja, noch ein wenig vor. Man muss nur aufpassen, das habe ich von der Leimer gelernt, dass man die Füße nicht abschneidet. Nee. Mama sitzt. Hey. Debbie, sitz. Moment. Olli ist hier. Ja, komm. Okay, du da mal. Helle kommt auch noch. Mhm. Genau. So, dann machen wir nochmal Tschüss. Mhm. Tschüss. Winke, winke. Und bye. So, jetzt haben wir es. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann machen wir jetzt. Bis zum nächsten Juli. Ja. Kommen wir wieder ins Feder.